So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Lune macht Quatsch mit euch zusammen. Ich habe gerade gesehen, bei Steam gibt's lustige Sachen für wenig Geld. Deswegen habe ich mir jetzt mal das lustige Spiel Draw a Stickman Epic geholt. Und da können wir auch direkt anfangen, indem wir uns ein schönes Strichmännchen zeichnen. Ich fange einfach mal an mit dem Kopf. Den machen wir natürlich so ein bisschen mondförmig, weil es total geil ist, weil ich ja Lune bin. So, dann machen wir eben noch ein paar hübsche Augen dazu. So, an der Seite hier. So, guck mal, da ist doch hübsch. Und so ein ganz verschmitztes Grinsen. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Geist. So, noch ein paar hübsche Augen. Pupillen, puff, baff. Ist er nicht süß? Ja, ist so ein ganz kleiner Putschiger. So, der kriegt noch einen hübschen Körper dazu. So einen langen und ein paar flatternde Arme. So, sehr schön. Und natürlich Beinchens. Bisschen sehr kurz, die Beine. Moment, kann ich da irgendwie was? Kann ich nicht. Egal. Egal. Kriegt noch einen Penis. Richtige Monsterkanone, ey. Du. So ein bisschen Haare hier, so ein ganz kleiner Busch. Buddel, buddel. So. Piepmatz. Hat er nun. Ist er nicht schön, dass der Luna, wie er in Real Life aussieht? So renne ich auch immer durch die Stadt. Pimmle alle an. Berühre, wohin du gehen möchtest. Es ist etwas einsam hier. Ja, das könnte natürlich sein. Ich habe eine Idee. Berühre den Stift und zeichne einen Freund für mich. Ich soll den Freund zeichnen? Ein Freund zeichnen. Der hat natürlich einen runden Kopf. Ein paar Haare. Das ist ganz sexy. So. Richtig schöne große Nase. Penisnase am besten. Sieht komisch aus. Egal. Yippie. So, kriegst ein paar Augen dazu. Irgendwie. Ach, 1000 Pupillen. Komm, scheiß drauf. Er ist eine Fliege. Ich mach den Fliegenmann. Genau. Mit Flügeln. Er hat Flügel. Ist das nicht schön? So. Ein paar Punkte auf die Flügel draufmalen. So, dann hat er noch ein paar Ärmchen hier drunter. Und ein paar Beinchen. So. Und natürlich ein Penis. Huch. So. Hey. Egal. Triple Penis. Scheiß drauf. Er ist mein Freund. Er heißt, Penisbert. So. Da sind wir zusammen in der Penis-Crew. Ziemlich geil. Super geil. Wir sind die Penis-Crew und wir unternehmen Abenteuer außerhalb des Gemäldes. Das ist ziemlich sexy. Hey, schau dir das an! Berühre hier, um zu folgen. Ich bin ziemlich klein, wa? Lam, 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 lam. Oh nein! Er hat Penisberg geklaut! Hilfe, Hilfe! Na dann hinterher! Hinterher! Ab ins... Ich muss Penisberg finden, ich finde... Der Name ist schon... Also doch, ich muss sagen, meine Kreativität ist manchmal doch schon ganz schön... Ja! Die Suche nach Penisberg, The Draw a Stickman. Jawohl, da sind wir dann beim neuen Projekt. Ich starte jetzt meinen Timer, liebe Leute. Und hoffe, dass ihr genauso viel Freude haben werdet an diesem Spiel wie ich. Ich kann meinen, habe ich auch schon gesehen, im Menü nochmal neu zeichnen, wenn ich möchte. Aber ich finde meinen eigentlich schon ganz sexy so. Und dann starten wir mal direkt die Suche nach Penisberg. Benutzung des Feuerstifts. Berühre den Feuerstift, zeichne Feuer, um Hindernisse zu verbrennen. Aha. Ich könnte zum Beispiel... Feuer zeichnen. Ist das feurig genug? Hui! Ach, ich hab einen Hasen verbrannt! Okay, ich fackel erstmal alles nieder. Alles niederfackeln. Feuer! Das ist voll gut. Ich würde auch so ein Feuer zum Atompilz irgendwie machen. So riesiges Feuer und jetzt brennt alles. Alles brennt. Aua, ich hab mich selber. Oh, ist das süß! So, jetzt geht's aber an das eigentliche Ding und zwar wollen wir das, Dings hier abfackeln. Erinnert mich so ein bisschen an, ja, wie soll ich sagen, wie ist nochmal das eine Spiel, was Maddie auch Let's Played hatte, wo man auch so Sachen erfinden konnte, aber man konnte sich da nicht selber zeichnen. Jetzt finde ich das natürlich ganz kreativ, dass man hier Sachen selber malen kann. Immer diese Hasen. Brenne im Feuer! Tut mir leid, ich bin ein bisschen verspielt. Armes Häschen, es tut mir auch leid. Ja, guck mal hier, ich kann was in die Luft springen. Ich denke mal, da muss ich einfach noch ein bisschen Feuer unten an die Lunte malen. Und schnell abhauen. Könnte wahrscheinlich gleich ziemlich laut werden. Krafalmen! Jo, da geht's weiter, aber ich guck mich erstmal unten um. Ach, guck mal, da geht's auch weiter. Ich könnte hier... Ich mach einfach nur einen riesengroßen Feuersee und bring gleich alles nieder. Boah! So, Feuer verschwinde. Wie es aussieht, geht's hier nicht so wirklich weiter. Ah doch, guck mal. Na gut. Voll gut. Ich könnte die Tür abfackeln, um da weiterzukommen. Ich könnte aber auch oben weitergehen. Ich brenne erstmal die Gegend nieder und gucke mich ein bisschen um hier am Anfang direkt. Ich finde das irgendwie... Hat schon was. Aue! Hat mein Puller verbrannt. Da liegt ein Puzzleteil. Aha! Wofür auch immer das da ist. Ich vermute mal...
Ach, guck mal, man kann auch ohne klicken zu laufen. Ohne zu klicken laufen. Dass ich hier ein paar Sachen entdecken muss wahrscheinlich. Okay, dann brennen wir erstmal alles nieder hier direkt. Bolzen! Ich bräuchte Wasser, um das Feuer zu löschen. Das wäre natürlich ganz sexy. Aber ich nehme erstmal das Puzzlestück da auf. Mit meinem Pullermann. In jedem Level ist ein Puzzleteil versteckt. Finde sie alle, um etwas Großartiges freizuschalten. Doch schön, nicht schlecht. Dann kann ich schöne Sachen freischalten. Ja, doch, das könnte wirklich ich sein. So wie er da läuft. Mit runtergelassener Hose. So bin ich in Berlin auch immer unterwegs. Falls ihr mich sucht, ihr werdet mich daran erkennen. An meiner runtergelassenen Hose. So, dann brennen wir erstmal die Tür nieder. Ich hatte eine Idee. Ich male jetzt ein richtig schönes Feuer und zwar... ein Penisfeuer. So. 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 Piu, 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 piu. Sorry, aber... wenn man schon mal kindisch sein darf, dann werde ich mich da auch austoben. Entsperrt. Amakillo. Nee, doch, Amakillo-Pass. Sehr schön. Okay, da habe ich wohl alles. Dann geht's hier direkt weiter. Epic. War wohl meine Handy-App? Gibt's auch für alle möglichen Sachen zu kaufen? Für Tablet, für Windows-PCs und so weiter und so fort. Was ist das denn? Soll ich da vielleicht ein Feuer anmachen? Mach mal ein kleines Feuerchen an. So. Dann kocht das da. Gegebenenfalls könnte... Guck mal, siehste. Da freut sich jemand. Hi. Du hast den ersten Farbenkumpel gefunden. In jedem Level ist einer versteckt. Geh jetzt zum Neuzeichnen-Bildschirm und verwende deine neue Farbe. Ah. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Dann könnte ich jetzt theoretisch... neu zeichnen. Das momentane Level wird zurückgesetzt, wenn du eine neue Figur zeichnest. Ach so, nee, noch nicht. Dann noch nicht. Dann noch nicht. Nein, 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 nein. Ich möchte ganz normal zurück ins Level. Ich zeichne dann nachher mal was Neues mit der neuen Farbe. Da bin ich ja mal gespannt. Ist ja nicht schlecht. Da kann man sogar ein paar schöne Sachen freispielen, du. Ich glaube, das ist ein bisschen schlecht. Einfach nur ein konzentriertes Feuerding hier so und jetzt puff. Geht's direkt weiter. Aue! Das ist so süß, wenn er getroffen wird. Die Musik ist auch voll cool. Das gefällt mir doch mal richtig, Leute. So. Was ist denn da jetzt kaputt gegangen? Nein! Oh, das bockt doch nicht ein. Ich kann da jetzt nicht lang, oder was? Weil da irgendein Kack explodiert ist. Das möchte ich aber nicht. Moment, geht's da lang? Kann man diese Blätter nutzen, um da vielleicht runterzusteigen? Man könnte sich theoretisch anzünden. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich das anzünde. Gar nichts. Okay. Dann, bevor ich über die Brücke gehe, gucke ich erstmal mir die ganze Gegend an. Gegebenenfalls bringt's ja wirklich was. Ach, wer ist er denn? Penisbert! Was ist es denn? King Evil oder was? Du bist nicht der Einzige mit einem magischen Stift. Oha. Buahahaha. Warum entführt er meinen Penisbert? Nein, ich glaube, da sollte ich noch nicht lang. Das ist wahrscheinlich... Okay, ich guck mal nach, was ich Tolles finde. Ich denke mal, in die Höhle kann ich noch nicht mit meiner aktuellen Ausrüstung. Und würde ich mal ganz, ganz lecker, lecker, lecker hier in die Luft jagen. Ein paar Palmen. Aua, 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 aua. Das ist so knuffig. Es ist so süß. So, jetzt einmal hier. Vielleicht finden wir noch irgendwelche lustigen Items. Einen neuen Stift vielleicht, um dann diesem Vieh entgegen... Oh nein. Aua. Eine lautstarke Verabschiedung. Wie knuffig. So. Da machen wir nochmal ein Level. Levelauswahl vielleicht, dann nochmal neu zeichnen. Was ist das hier unten? Ich kann... Intro nicht erspielen? Nein. Ich möchte mir... Wenn du eine Seite findest, kannst du sie hier lesen. Aha. Was ist das? Schnee? Was ist das? Befreie die Pinguine. Hä? Bonusmission oder was? Hilfe, Hilfe. Sieht mir ganz stark nach einer Bonusmission aus. Ach, guck mal, hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Schlüssel zeichnen. Benutzung des Schlüsselstifts. Zeichne einen Schlüssel, berühre ihn, um ihn aufzuheben. Berühre ein Schloss, um es zu öffnen. Schlüssel bezeichnen. Okay, dann zeichne ich mal einen Schlüssel. So, geht der meistens nach vorne. Und natürlich mit einem Griff. Und einer Spitze. Es tut mir leid. Piu, piu. Passt er? Der passt natürlich. Der muss passen. Oder so. Und jetzt? Vielleicht war... Achso, vielleicht muss ich die Form beachten.
So, dann irgendwie so, so, so. Ich bin zu schlecht in sowas. Kapiere ich nicht. Ich glaube, ich mache lieber erstmal das eigentliche Spiel weiter. Levelauswahl. Nein, neu zeichnen, genau. Ja. Jetzt haben wir noch Rot dazu. Aha. Strichmännchen neu zeichnen. Da könnte ich mich selber nochmal neu malen. Das mache ich mal eben flott. Hupdiwupp. Neuer Kopf. Obwohl, der Kopf sieht doof aus. Ich fand meinen komischen Geisterbirnenschädel schon ganz geil. So. Ist schon ganz sexy so. voll verrückt. Gut, das passt nicht. Aber ich packe hier noch ein paar hübsche Haare hier so. Brünett. Ein Pferdeschwanz zum Beispiel. So ganz sexy. Langes Haar. Langes, goldenes, wallendes Haar. So, etwa die ungefähre Form muss natürlich beibehalten werden. Und natürlich darf mein Penis nicht fehlen. Muss auch alles niederpimmeln. So. Das Rot ist, mache ich mir ein paar rote Flecken ins Gesicht, weil es total sexy ist. So, ich hab Sommersprossen. Befreie die Pinguine, du. Ich möchte aber nicht die Pinguine befreien. Das ist mir zu oft komisch, so Bartelhiedel. Balten der Palmen. Wie geil der aussieht, ey. Ich versuch's nochmal mit dem Schlüssel. So. Und so. Ist ja vielleicht zu groß. Jetzt muss ich mich beeilen. Ach, natürlich, das ist Beeilungsdings. Gedöns. Pinguinze, ich rette euch. Da ist da oben noch welche, okay. Ach, die werfen mit Schneebällen. Das sind ja ein paar Gewiefte. Aua, aua, was ist das hier? Benutzt du den Schneeschiff? Zeichne eine Schneewolke, um Dinge einzufrieren. Ah. Damit kann ich natürlich gewisse Sachen ganz geil nutzen. Ich schaue mich erstmal um, wie ich dann zu dieser komischen Burg komme, ob hier hinten vielleicht irgendwas Nützliches ist. Aber sieht voll aktuell nicht aus. Ich könnte natürlich auch den Hack-Dings benutzen. Berühre die Axt. Oh! Puh! Nein, ich will dich! Ah! Ich hau dich! Oder so. Du bist ja gemein zu mir. Bloß nicht zu nah. Das sind alles fiese. Ganz fiese Riche. Wofür habe ich den jetzt? Wofür? Ich habe eine andere Idee. Eine Schneewolke, um die beiden einzufrieren. Ganz, ganz böse. So, ihr seid eingefroren, ihr bösen. Bösen Menschen. Ich komme hier, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich lang. Das bringt mir alles nichts. Ich werde mal auf jeden Fall zurück zur normalen Levelauswahl gehen. Sorry, Leute, dass ich euch jetzt so ein bisschen zerwurstelt habe. Ich mache das normale Level erstmal lieber, bevor ich in diese Schneemission gehe. Da kann ich mehr mit um. Genau. Ich habe ihn. Mache ich das nochmal. Ich glaube aber, den habe ich schon, weil der ist dauerhaft, denke ich mal, oder? Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt nochmal kommt. Ne, er kommt auch nicht. Okay. Hey, sag Bescheid, Mensch. Dann machen wir mal hier ein bisschen alles kaputte. Bubbidi-bubbidi-bub. Fett. So. Vielleicht muss ich mich jetzt beeilen, dass ich da, wenn alles brennt, noch schnell rüberkomme. Schnelle, Lune. Du musst die Brücke... Nee, es bringt's nicht wirklich. Die brennt so schnell runter, die ist kaputt. Da muss man sich echt ganz schön beeilen. Da muss es vielleicht eine andere Möglichkeit geben. Wenn ich später mehr Stifte habe, komme ich nochmal wieder. Ich komme wieder. Und werde euch das Fürchten lehren. Fürchten. So, wubbidi-wupp-wupp. Zack. Das kriege ich mal doch hin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da oben noch was war. Egal, ich will jetzt erstmal durchs Level. Ich glaube, das hatte ich alles schon vorhin da oben abgesucht. So. Aue! Nein, das war jetzt nicht gut. Okay. Ein paar Schritte zurück. Ganz kleinen Punkt nur, das reicht schon. Pounce! Haha. Super, aber kann ich... Ach, guck mal, ein Höhchen. Was ist denn das? Seite gefunden. Nachdem du das Level beendet hast und zum Buchbildschirm gehst, kannst du deinen Seitenbutton drücken und sie lesen. Okay. Muss ich ja wohl. Seite lesen. Eines Tages während eines Spaziergangs sah ich etwas vom Himmel fallen. Ich wollte mir das genauer ansehen und fand einen magischen Stift. Toll. Das habe ich jetzt gelesen, oder was? Ich muss ja hier noch irgendwie weiterkommen. Das muss ja noch anders gehen. Mein Fräulein.
Vielleicht, indem ich Gegenfeuer lege? Ich weiß es nicht. Es war mit einem Punkt das Ganze. Na gut, der Punkt reicht wohl nicht. Es muss wohl doch ein bisschen lodernder sein. So. Jawohl, Skin. Aue! Nicht gut. Gar nicht gut. Du, mein Schuh. Okay. Renn. Lune! Gib ihm! Gib ihm! Beeil dich, Junge, Jürgen! Ach, das wird doch nichts. Wie soll denn das klappen? Das funscht nicht. Das will nicht so wie ich. Ich verstehe das Level gerade nicht so ganz. Ach, guck mal, da drüben. Wenn ich die Kerze anzünde, vielleicht kommt da was. Ein Kerzlein brennt. Joa, das ist ja süß. Ja, bringt die mir auch was? Ich beobachte die Kerze mal. Nee, okay, passiert nichts. Vielleicht war es irgendwo anders noch, weil ich habe das Level jetzt eigentlich so weit zu gehen, zu Genüge irgendwie. Ich sehe jetzt keinen. Ach doch, das hier, okay. Vielleicht muss ich dann doch hier weitergehen. Irgendwie diesen Leguan austricksen, keine Ahnung. Vorbeirennen, Feuer legen. Ich weiß es absolut nicht. Versuchen wir es einfach mal. Indem ich ihn einfach niederbrenne. Einfach eine Riesenflamme und los geht's. Sieht aus, als wenn es auf jeden Fall irgendwie dadurch paralysiert wird. Ah, ich sehe schon, okay, ich gehe trotzdem einfach in die Höhle. Entsperrt, Strichsteins Monster. Ich glaube, das Vieh könnte ich irgendwie besiegen. Aber wir gehen erstmal weiter. Ins nächste Level! Jawohl, Leute! Benutzung des Wolkenstifts. Zeichne eine Wolke, um Regen zu erzeugen. Mit einer dunklen Wolke, um Blitze zu erzeugen. Eine dunkle Wolke. Ah, okay. Ich könnte jetzt zum Beispiel eine Wolke, die gefüllt ist. Um den Hasen. Stiftmeister, stürmische Nacht! Jawohl. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich habe jetzt nicht beide auf einmal. Ich habe pro Level immer nur einen bestimmten Stift. Das heißt, ich muss die Sachen so lösen, wie sie vorgegeben wurden. Das ist natürlich erstmal gar nicht so einfach. Ach, vielleicht kann ich die ja vertreiben. Aber ich schaue mich erstmal in Ruhe um. Gar nicht so. Ist ja relativ offen, die Spielwelt. Das finde ich gut. Da geht's rein. Eieieiei. Okay, natürlich ist hier eindeutig. Hier muss ich einen Blitz erzeugen. Fupp. Aber die Erkennung ist echt cool. Oh, ich werde geblitzt, Dingst. Ich bin tot. Sei blitzschnell. Neustart. Komm, wir machen das jetzt. Wie kriege ich das hin? Ach, guck mal, ist ja süß. Ich kann dich ja was regnen lassen. Regenwolken. Wie knuffig. Hat nichts geändert. So, dann vertreiben wir mal die Bienen erst. Aua. Mann, oh, schnell eine Notfallspritze. Man muss echt überlegen, dass man da nicht zu nah rangeht. Das muss erst mal gelernt sein. Vielleicht kann ich das Vieh ja echt entfernen, indem ich ein bisschen weiter weggehe. Und eine kleine, winzig kleine Wolke male. Mit ein bisschen Gewitter. Es hat ihr auf jeden Fall Schaden gemacht. Ich versuch's nochmal. Nochmal ein bisschen gewittern lassen. Ich glaube, das ändert nichts an der Situation. Schade. Nee, okay, dann muss ich versuchen, die Viecher da oben etwas zu vertreiben. Indem ich hier ein großes, ein monströses, ein riesiges Penisgewitter male. Nein, das ist kein Penis. Das ist einfach eine normale Wolke, komm. Wir wollen es doch nicht übertreiben. Es hat jetzt irgendwie gar nichts gemacht. Shit. Dann gehe ich halt erstmal unten lang. Oder ich versuch's nochmal bei dem Typen. Das wusste ich, Entwickler bin. So, machen wir mal hier an den Geräten einen kleinen Blitz ran. Wuppeli-wupp. Vielleicht dann doch lieber auf ihn direkt. Ich versuch's mal. An der Gerätschaft scheint es ja nichts geändert zu haben. So, eine große Gewitterwolke. Ein bisschen was reinmalen. Okay, die regnet nur. Shit. Die war nicht gewitterig genug. Etwas größer und jetzt richtig schön kreuz und quer. So. Es hat ihn geröstet. Aber es hat nichts wirklich getan. Verdammt! Aber Leute, wir werden im nächsten Part sehen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Ich finde das Spiel wirklich sehr cool gemacht. Ist schon sehr innovativ, sowas mit Zeichnungen und sowas hinzukriegen. Mal gucken, in welche Richtung das noch geht. Wir haben jetzt Regen und Feuer. Wahrscheinlich kommt noch irgendwas mit Wind dazu, vermute ich mal.
Mal schauen, wir haben ja hier eine große Leiste. Da kommt bestimmt dann irgendwann, dass wir alle Stifte haben. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall noch gespannt und für 2,50 aktuell kann man nichts falsch machen. Ich weiß nicht, wie lange das Angebot noch geht, aber ich glaube, das kostet sonst auch nur 4 Euro. Ist also relativ klein, ist ja auch mein Handyspiel gewesen. Und nichtsdestotrotz, mir gefällt's, ich find's wirklich cool. Mal gucken, wie wir hier weiter vorankommen. Und ja, gebt mir und dem Spiel bis jetzt auf jeden Fall mal eure Meinung zum Let's Play und natürlich zum Spiel selbst. Und wenn ihr Gefallen dran habt, dann würde ich mich über eine positive Daumierung freuen. Und natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Draw a Stickman Epic. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.